und dann sind wir auch wieder aus der Pause. Tutengarg. Tutengarg. Ja, letzter Vlog. Dann ist es auch schon wieder vorbei. Schon ein bisschen traurig eigentlich, ne? Das ist der zweite Spieltag der dritten Bundesliga. Um das nochmal zu erwähnen. Den verfeiern wir so mega hart. Ja, letzter Block. Raiders Paderborn gegen Berlin Damage. Und Kansas Kilson Hemmoor gegen die Fördegeier Kiel. Berlin Damage steht auch schon auf dem Feld. Und da kommt auch Raiders Paderborn schon drauf. Dann wollen wir uns die letzten zwei Begegnungen doch auch nochmal geben. Und vor allem genießen, das sind die letzten zwei. Ja, eigentlich auch schon wieder traurig. Ja, das ist echt traurig. Ja. Sekunden. Soho. So mit O. 20 Sekunden. So, wer spielt denn überhaupt noch? Raiders, Paderborn. Du hörst mir auch nicht zu, wenn ich irgendwas sage. Ne? Das, ich merke das schon. 10 selten bis nie. So, Raiders gegen Berlin Damage. Hotel. Hotel? Da will einer ins Hotel. Da will einer ins Hotel. Five Alive bei Damage, Five Alive auch bei Raiders. Jetzt ist einer abgeflogen, der Snack-Player von Damage. Berlin. G1. Auf der Seite des Damage-lastigen Teams. Snake 1 geladen von Raiders. Das W geladen von Raiders, ist aber schon vom Start an. Das W schießt jetzt auf den Maya. Jetzt macht er sich wieder klein. Jetzt ist das Torito 1 geladen. Torito 1 geladen, jetzt muss, Damage. Jetzt muss er aufpassen mit dem W-Spieler. Snake 1 immer noch geladen hier, ja, oder? Oder wo ist er jetzt? Snake 50, guck auf den Bildschirm. Snake 50, da ist er ja. Ja, Five Alive bei Raiders. G2 bei Damage. Damage macht das Feld jetzt. G1 bei Raiders. Ja, hat er das mal breit gemacht. Aus dem Center raus ist er gelaufen, ne? Aus dem Center raus, ja. Aber ein guter Center-Spieler, der das dann sieht und dann wirklich auch sagt, ja, ich verlasse hier mal meine Komfortzone. Aber der kriegt Feuer aus dem W. Jetzt haben wir G3 und G4. Jetzt haben wir nur noch einen im Tempel auf der Dorito-Seite gegen 3. Da haben wir einen G2 bei Raiders. Taul. Das Taul von Taul, das ist der Punkt für die Raiders. So, die Kansas Kilson Hemmoor Jungs starten von links und die Fördegeier Kiel starten von rechts. Dementsprechend nach meiner Logik. Ja, gut, kannst du bitte aufhören zu schlafen? Jetzt streng dich noch ein bisschen an. Noch ein Block. So, Fördegeier. Und Kansas starten. Kansas starten besetzt, sehr breit, beide Corners direkt. Kommt auch an. G1 und der ballert weiter. Und G1 das gibt ein One-for-One. One-for-One nachsehen. One-for-One, da hat er auf den Arm. Das heißt, die Snake-Seite ist weggebrochen. Komplett weggebrochen. Weggebrochen bei den Snake. Bei den. Ja, bei den Kansas-Jungs. Also bei den Kansas-Jungs ist die Snake-Seite durch das One-for-One weggebrochen. Jetzt haben auch wir noch der Center, der in eine Line reingelaufen ja, ist. Ja, aber da dann da. Die haben sich sozusagen auf Entfernung getradet. Waren wir dann, wie viele Fördegeier haben wir denn da jetzt noch? Vier. Ist dann der Bin ich der Meinung. Ist der Dorito 1 geladen, ich glaube, Dorito, der läuft durch. Also schleicht durch, krabbelt auch. Dann haben wir jetzt aber trotzdem da jetzt zwei Kansas. Ja, es ist sehr Dorito-lastig. Zwei Leute noch auf der Dorito-Seite bei Kansas Kilson. Aber ich verstehe nicht, warum irgendwie machen die Fördegeier nicht. Warum die Fördegeier nicht mitmachen. Die wissen, dass G3 ist, haben das auch eben angesagt, so, ja, aber es bewegt sich keiner. Ne? Das ist ein bisschen komisch gerade. Da könnte man ein bisschen mehr wagen. Ja, machen wir jetzt auch. Jetzt warten. Da hat der Ref. Jetzt.
ist der Kansas Killzone. Kansas Killzone Dorito 50. Dorito 50 und hat den... Oh, das haben sie jetzt aber nochmal echt dezimiert, die Pferdegeier. Und mal gucken, ob sie es noch rumreißen können. Das haben sie jetzt gerade schlicht ein bisschen verkackt. Das ist jetzt... Ui, und dann... Der Ref nimmt sich ganz viel Zeit, um den Hopper zu checken. Aber, das ist aber clean. Er ist clean. Ist immer noch einer von den Pferdegeiern im Dorito 1 drin, ne? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch 2 gegen 2. Dann ist es ein 2 gegen 2. Und beide in den Doritos jetzt beide drinnen. Doritos und Pferdegeier, einer im Mini-W auf der Snake und einer im Center. Das ist jetzt nicht schlecht. Ja, vom Dorito 1 kam gut auf den Center. Und der letzte von den Kansas Killzone. Ja, das ist jetzt alleine Dorito 1 auf der Pferdegeier-Seite. Durchsetzen. Ja, da muss er jetzt aufpassen, da muss er sich echt klein machen. Er läuft zurück. Das ist zum Dorito 1. Für ihn die bessere Position, die sicherere Position. Er läuft komplett zurück. Zum Maya, zum Tempel und muss auf. Ich glaube, der wird jetzt gecheckt nochmal. Aber der hat nichts abgekriegt. Er stellt und das sieht auch so aus, als wenn er einfach keine Paint mehr hat. Ach so. Vielleicht. Ja. Also der scheint wirklich keine Paint mehr zu haben. Er hat keine Paint mehr, ne? Dann könnte man einen Towel werfen. Ja, das war jetzt aber echt langer Punkt, ne? Punkt, was willst du machen? Der Punkt hat schon lange gedauert, auch ein bisschen. So, Kansas. Nee. Ich bin langsam verwirrt. Was möchtest du denn wissen? Ich möchte Pferdegeier haben. Kansas 0, Geier 1. Pferdegeier haben das jetzt gemacht. Mit 2 Leuten waren sie noch alive. So, Raiders rechts. Berlin Damage links. 1-0 für Raiders. Ist noch alles offen. Damage und Raiders laufen direkt ins WG1. Ein G2 bei dem Damage. Beide Snake-Seite Breakout geschossen. Da kriegt er aber ganz schön was auf. Ich glaube, der Raiders hat sich beim Lauf in das W, weil er hat sich, glaube ich, am Fuß wehgetan. Oh, scheiße, ja. Der humpelt nur noch vom Feld. Ja, der ist ganz, ganz blöd weggerutscht eben. Das habe ich gesehen. Das wäre natürlich schade, wenn er sich jetzt noch was verletzt hätte. Dann hoffen wir mal, dass das alles gut gegangen ist. Ja. Der ist ganz blöd ausgerutscht. So, jetzt haben wir hier noch einen der letzte verbleibende bei den Raiders. Eins. Und nur noch einer im Bild. Eins und eins, ja, wir haben eins und eins. Eins und eins, okay. Dann wird das Match noch spannend. Das wird noch spannend, ja. Einer im W und einer im Tempel. Da humpelt leider, der muss sich jetzt setzen. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Runde ersetzt. Können, ja. Und das hat aber Raiders noch für sich entscheiden können, so Raiders wie das aussieht. Ja, hat das wohl für sich entscheiden können, ja. Er weiß aber noch nicht ganz, was Phase ist. Er weiß das noch nicht so richtig, ne. Er sollte sich dann jetzt vielleicht mal entschließen für... Okay, tau. Wer hat das jetzt auch wirklich Damage geworfen? Ja. Gut. Das heißt... Dann haben wir 2-0 für die Raiders. Ja. Ja, dann wünschen wir mal dem, der ausgerutscht ist, alles Gute in diesem Sinne. Ich weiß, ich hab leider gar nicht. Ja, der ist so 5 Schritte vorm B oder 3 ist er ganz gut. Nee, ich meine, wer das war, weiß. Das weiß ich jetzt auch nicht. So, die Geier jetzt von links. Ja, jetzt, wenn das jetzt auch schon aussetzt. Kansas Killzone macht wieder breit und läuft jeweils in die Corner. Kommt auch an. Und direkt einer beim Breakout geflogen von den Pferdegeiern. Und zwei. One for one bei Kansas Killzone. One for one schon wieder bei Kansas. Ja. Dorito-Seite weggebrochen, Dorito Kansas Seite Killzone. Ich spiele jetzt nur noch auf der Snake. Der Center schießt auf die Dorito-Seite. 4-3. Aber ist ja nicht, dass sie das erste Mal bewiesen haben, dass sie in der Unterzahl noch ordentlich was bewirken können. Ja, die brauchen einfach, die nehmen sich dann die Ruhe, das ist halt gut. Snake 1 geladen. Snake 1 geladen von Pferdegeiern und Kansas Killzone geht ins Mini-W. Kansas Killzone geht ins Mini-W. Snake 50, Pferdegeier. Ja. Boah, ich krieg Angst. Das okay, das ist geladen. Nur G3 bei den Killzone. Ja. G3
Jeez. Der jetzt schön den Tempel lackiert hat und auch ein G geschossen hat. Das heißt, der letzte ist nur noch Center von Texas. Nur noch der Center und vier alive bei den Geiern. Ja, vier alive. Da braucht jetzt die Dorito-Seite oder die Snake-Seite. Einer muss zuhalten, einer läuft. Fördegeier mag den Handwechsel nicht so gerne da im Center, habe ich das Gefühl. Jetzt wurde er aber. Das ist nicht Fördegeier. Das ist der Kansas Killzone gerade. Ja, halt. Ah, okay, man möge mir verzeihen. Gut, das ist Punkt Geier. Das ist der Mann mit den nie endenden Beinen. Gut, 2-0 für die Geier. Echt? Ja. Ui. Da darf man auch schon mal. Genauso wie 2-0 gegen. Für die Raiders gegen Berlin Damage. Für die anderen. Raiders wieder von links, Berlin Damage von rechts. Das heißt jetzt Twix. Das heißt jetzt Twix. So, Berlin muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Aber das haben sie auch schon bewiesen, dass sie das können. Wer? Berlin. 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 Wir fahren nach Berlin. Wieder 2 ins 2. Oh, Five Alive. Five Alive, beide Teams noch. Ja. Nee, Berlin Damage, ein verloren. G1. G1 bei Damage. Berlin. Und er hat. Aber er hat jetzt auch einen aus dem Hintern Tempel gekriegt. Bekommen, ja. Den hat er aus dem Maya gekriegt. Aus dem Tempel. Ja. Tempel aber ist ein Five, Ding. Nee. G2 bei Berlin Damage. Ja. Da ist jetzt die Corner besetzt, der Tempel und der Maya. Velas. Spielen jetzt gerade Raiders. Alle nur was auf die Snake-Seite. Ja, Raiders, nur der zieht drei Guns auf sich. Ja, und leider Berlin, kriegt der das im Maya rein. Berlin Damage wechselt jetzt mal auf die Dorito-Seite. Da hinten. Jetzt ist er Mini-W auf der Dorito-Seite. Wir haben vier Raiders. Jetzt einer ist ein ins Läufer W. ins W. Und auf beiden Seiten Snake 1 besetzt. Jetzt aufpassen, dass der aber aus der Snake 1 gekriegt hat, der B-Spieler gerade gehen musste. Ja. Das heißt, G2. G3 bei das den Riders. Das ging jetzt schnell. Ja, der Reiß Berlin Damage, das nochmal. Der, der Maya hat die ganze Zeit aber nicht aufgepasst. Und jetzt, was für ein Move, jetzt lackiert er die komplette Snake. Ah, hat er aber leider gekriegt. Oh, da hat der Ref auch auf den Arm gekriegt, das fand er. Der Angst vor dem ich will schon raus und lass mich noch in Ruhe, schreib mich noch nicht so an. So, jetzt wird der letzte Raider rausgenommen. Noch da hat Berlin Damage das nochmal umgerissen. Nicht haben sie das umgerissen? Sag ich doch. Die können das. Das haben sie vorhin auch schon gemacht. Habe ich nie bezweifelt. Tja. Die Emotionen kochen über. Ja, 2-1 jetzt dann für Raiders. Point. Geier und Kansas. Geier führen 2-0. Aufwachen? Oder aufpassen? Oder aufpassen. Das weiß ich nicht. Aufmachen. Aufmachen? Aufmachen. Schauen wir mal. Direkt. Five Alive. Und der ballert weiter. Das könnte das ist ein One for One wieder das bei den Killzones. Das gibt's dritte. Doch nicht. Ist das nicht schon das dritte in dieser Begegnung? Also mit das gibt's doch nicht. Mit den Geiern? Das heißt G2 bei den Geiern. Snake 1 ist geladen, der Maya Dorito Seite und das W. Ja. Wie sieht's? G1 oder G2? Nee, G1, oder? Das war G1. Denn der Snake-Spieler hat das nicht mitgekriegt, er sagt G3. Nee, ist G1 bei den Geiern. Und G3 jetzt bei den Kansas-Jungs, da geht der nächste gerade. Oh, alles klar, G4, es ist nur noch der Arme. Nur noch der Arme da hinten im Maya. One for one? Ja. One for one für Kansas. Mal wieder. Mal wieder. Das ist schon das. In jeder Begegnung eins haben sie jetzt gekriegt.
Da müssen Sie sich vielleicht mal besser checken, wenn Sie in die Deckung reingelaufen sind. Oder checken lassen. Nee. Das war eben, der war im Tempel, wurde outgecallt beim Reinlaufen halt und hat einfach das nicht gehört und weitergeballert. Ja, deswegen sag ich ja, sich selber checken und nicht einfach weiterballern. Das macht man so, glaube ich. Ja? Habe ich gehört. Ja, hat, aber vielleicht nicht in Kansas. ja, das kann natürlich auch sein. So, weiter im Takt. Raiders und Berlin Damage. Raiders Paderborn. Ah, die Jungs aus Berlin besetzen gleich das Wave, Five Alive und Five Alive. Bei den Riders G1. Ist sofort einer abgeflogen. Beim Breakout. Ja. Aber breit aufgestellt? Ja, sind breit aufgestellt. Berlin Damage. Doppelcenter bei den Raiders. Ich hatte gerade den Einspieler schon vermisst, aber jetzt habe ich ihn wiedergefunden. Ja, da ist er. Ja, jetzt muss er aufpassen, dass und, er nicht noch... Und. Da gibt's nur ein Out, okay. G2 bei den Riders. Ja, jetzt wird in die Snake Berlin zurück. Damage holt sich den Kram zurück. Snake 1, besetzt von Berlin Damage. Dorido 1. Beidseitig besetzt von und beiden. Und beide gucken gerade zur Snake-Seite. Normalerweise könnte er jetzt einfach durchrennen. Ja, ja, aber jetzt kommt er. Jetzt läuft... Da ist er jetzt reingelaufen. Durch. Aber von wo? In den Dorito-Player ist er reingelaufen, der von Berlin Damage. Ja. Ist gerade in den Dorito-Player. Und Snake 1 wurde gerade rausgenommen. Ja, Snake 1. Und Dorito 1 auch raus. Das ist der Punkt für Berlin. Damit steht's dann. Ich hatte auch gerade gedacht, er hätte ganz kurz mal eben die Outline berührt. Das da war ja noch. Das sah so ein bisschen aus, als wenn er tanzt mit Tanztisch. Das ist dann... If you're dancing, dancing. Unentschieden, 2-2. Ja, das 2-2 und wir haben noch 4-16. Oh, alles Spielzeit. Drin. Ja. Und ja, was sonst? 416. Bierkästen. Bierkästen zum Austrinken. Das ist ja Quatsch. Das ist schön jetzt mit der Sonne, oder? Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen. Sehr schön. Kansas und Geier. 4-24 haben wir da noch. Und die Geier brauchen nur noch einen Punkt. Punkt. Also das wäre jetzt gut, wenn Kansas aufwacht. Da hat er jetzt eine Laufsocke verloren. Jetzt muss er aber Gas geben. Und erstmal hat er die Laufsocke verloren. Wenn er jetzt aufgefordert wird, dann weiß ich gar nicht, was das für eine Frage ist. G1 bei Kansas, G1 bei den Geiern. Okay. Sind ähnlich aufgestellt. Sind ähnlich. Fördergeier versuchen aber das Ding safe zu fahren. Sie versuchen das Ding safe zu machen, ich meine, es ist auf beiden Seiten möglich, weil die Spielzeit einfach noch da ist. Ja, die Spielzeit ist noch lang genug. Und Kansas. Jetzt die Fördergeier Snake 1. Snake 1 lässt sich checken. Ruft sich selbst zum Checken. Aber er ist clean. Aber du weißt ja. Kansas immer noch mit 4 Leuten, glaube ich. Beide 4. Ist die Corner besetzt bei Kansas? Das weiß ich gar nicht. Das Mini-W auf der Dorito-Seite ist besetzt. Bei den Fördegeiern genau das gleiche. Da haben wir gerade. Oh! Jetzt war gibt's. Nee. Nein, aber es ist okay. Nur noch einer im Mini-W, glaube ich. Nur noch einer im Mini-W. Das heißt, Kansas gegen 4, das. Ja. Jetzt müsste er ihn eigentlich haben. Jo, das war's. Ja. Läuft alles. Die Ansage ist wohl, dass die gar nichts. Gar das ist eine geile Ansage. Ja, ich sag mal was an, gar nichts. Ich würde sagen, das ist abgeräumt. Das haben die gefahren, ja. 4-0. 4-0. Das hatten wir heute nicht oft. Ah, guck mal, wie traurig der ist. Ja, das. Nicht schlecht. Gut für die Geier, schlecht für die Kansas. Ja, 4-0 hatten wir heute nicht oft. Aber auch ein gutes eigentlich Match gemacht haben, oder? Ja, doch. Doch. Mhm. Da wurde gerade gecheckt. Ist clean, point approved. Sehr gut. 4-0. Oder habe ich was verpasst? Da kam jetzt nicht Game Finished.
oder? Ja, nee, ne? Haben wir normalerweise einen, ist haben Game. Haben wir den einen Punkt zu viel gegeben? Haben wir den einen Punkt zu viel gegeben? Nee, Kansas packt ein. Das ist 10. Ja, gut. Ja, Raiders und Damage. Unentschieden, 2-2. Gucken, was da noch draus wird. Spielzeit letzte, noch 4 Minuten 10. Die letzte spannende Begegnung. Ja. Und dann traden die Wiesn. Nee, der wurde nicht getradet. Da hat ihn sauber rausgeschossen. Das hat der andere so schnell nicht gesehen. Wir haben 5 Alive bei Raiders. Und GG, ich weiß es nicht. Ist dann der Tempel, die Corner ist besetzt. G3 ich mit, oder G2? Ich bin fast bei G3. Ich weiß nicht, ob der Dorito. Ich sehe nur einen im Tempel und einen in der Snake Corner. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Dorito ist nicht besetzt. Und bei den Raiders sieht das so aus, als wenn noch 5 alive sind. Ja. Jetzt ist, glaube ich, der vorletzte abgeflogen und der letzte auch. Ja. Das haben die Jungs von Raiders noch nicht mitbekommen. Nee. Doch da der Dorito Runner. Das war Taul. Das ist ein Punkt für Raiders. Wieder mit deiner scheiß Zeit sparen. Zeit sparen. Da will Berlin Damage Zeit sparen. Ja. Wir haben noch 23. Da sind wir die auf einer Pit. Cornelius Schmidt. Cornelius Schmidt. Ja, ist ja noch alles drin. Wo? In diesem Spiel. Ach so. In diesem Spiel. Jetzt auf Ihrem Bildschirm. Ja, jetzt auf Ihrem Bildschirm. 3 Minuten und 20 haben wir noch Zeit. Das ist noch ein bisschen. Der Chat rastet aus. Der Chat rastet komplett aus. Was rasten die denn aus? Ne, weiß ich nicht. Ja. Damage macht sich wieder startklar. Ich glaube aber so langsam ist auch. Sind die Jungs auch kaputt? Ja, ist ein langer Tag, ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt schon 17:20 Uhr. Eine Million Uhr. Eine ist schon 17:20 Uhr. Eine Million Uhr ist das schon. Ah, es ist doch noch nicht vorbei. Geht doch noch nicht. Geht doch nicht. Bleibt doch mal alle auf der Tribüne schön sitzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist eine gute Idee. Was? Dass die Raiders aufs Feld sind. Ist das eigentlich so eine Lux? Die Pickel? Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nicht genauer angesehen. Da ist die Wüste. Da, 08. So, die Wüste, ja. Die Wüste. Die 08. Also. Ist auch dabei? Nee. So, dann geht das jetzt gleich weiter. Wäre vorteilhaft. Ja. 20 Seconds. Da wird sich jetzt nochmal besprochen bei Raiders. Den ganzen Scheiß wieder sauber machen. Tja, das hast du gratis. Das hast du umsonst. Oh, das sieht so aus, als wenn der in irgendwas reinigt. Oh, er will in die Deckung. Oh, da geht in Dorito 1 direkt rein. Ja. Ah, da war das Outline? Nee. Nee. Aber ist sauber reingekommen. Ja. Er muss, jetzt reingekommen. Er muss jetzt 5 alive auf beiden Seiten. Ja, 5 alive, ja. Nee, jetzt Raiders nicht. Einer raus. G1 bei den Raiders. Und sehr breit aufgestellt. Ja. Berlin Damage, Dorito 1 geladen, Snake Corner. Jetzt das ist W der ist geladen. G1 bei Damage. Von den Raiders. Das W hat gerade den Dorito 1 von einem Damage rausgeschossen. Und immer noch 4 auf jeder Seite. Nein, 3. Die da ist von den Raiders G2. Oder Berlin hat auch wieder noch einen verloren. Auch G2 auf beiden Seiten. 3 gegen 3. Nur hier Damage auf der Snake lastig. Und G3. Haben sich aber gegenseitig. G3 auf beiden Seiten. Alles da klar, der letzte Verbleibende ist hinten Mini-W Dorito-Seite von den Raiders. Obwohl er, man kann nicht unbedingt sagen, dass er im Mini-W ist. Er befindet sich. In dem eine Körperlänge vor dem Mini-W. Er nimmt sich jetzt den Tippy-Tower. Und hält ihn drinnen. Hält ihn drinnen. Während schön, der andere sich auf den Hintern setzt. Schön breit gemacht, aber er wurde leider beim Moven. Er ist leider. Hat er erstens seine Gun verloren. Nee, er ist weggerutscht und auf dem Hintern gelandet. Und dann beim Rest. Bist du noch alleine. Und jetzt wird es ein One-for-One. Vielleicht ein spannendes.
Und er geht buzzern, er geht buzzern, er geht buzzern und Raiders ist schneller. Raiders sind schneller. Und er hat den Berlin Damage, den Buzzer leider auch nicht getroffen. Nicht? Das habe ich nicht gesehen. Die Damage-Seite blinkt. Das heißt, Raiders haben den Punkt gemacht. Also ich würde ja meine... Entschuldigung, Damage macht den Punkt. Ah, normalerweise, wenn, ja, wenn er zu, hat er zuerst gebuzzert tatsächlich. Ich bin der Meinung, der Raiders hat zuerst gebuzzert. Ja, ich war auch bei den Raiders. Dann hat den Punkt jetzt wohl Damage bekommen, würde ich mal sagen. Also der Buzzer hat das, ist, das System hat mir das gesagt, also... Also ist Damage. Dann steht es jetzt wieder 3-3. Das ist ja auch viel spannender. Ja, alles andere wäre langweilig. Alles andere ist ja langweilig. Nee, der Buzzer war nicht so. Wir haben noch 1,39 Restspielzeit. Ja. Hm? Wir grüßen nochmal, nochmal winken. Hi. Schön, wir grüßen alle. Alle. Die uns kennen. Genau. Und die uns nicht kennen. Sondern einfach ja, nur diesen, die uns nicht kennen. Die und die, den, die den Stream verfolgen. Hätte ich auch gegrüßt. Mit Paintball TV. Paintball TV? Ja, Paintball TV. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Nee, dass haben wir noch. Die uns voll geil sind. Thomas und Thomas. Thomas und Thomas. Thomas und Thomas machen das echt gut. Und sie zählen auf uns. Auf uns alle. Dass wir denen unter die Arme greifen. Und ein bisschen unterstützen. Ja. Ja. YouTube und so, ne? Minuten haben wir noch? Wir haben noch 1,39. Könnte sein, dass das jetzt gleich die letzte... Da wurde noch ein Timeout von... Timeout von... Damage. Von Damage. Von Damage gezogen. Damage möchte jetzt noch ein bisschen Ruhe haben. Nochmal einmal durchatmen. Nochmal es geht ja um vielleicht jetzt den letzten Punkt. Ja. 3-3. Tja. Die Raiders rasten gerade ein bisschen aus, wegen dem Punkt. Ja, die sind gerade noch etwas... Aber nicht entmutigen lassen. Nicht entmutigen lassen. Weitermachen, es nützt ja nichts. Es ist jetzt so, wie es ist. Wenn das System das so anzeigt, dann zeigt das System das so an. Ja. So. Was... Ja, wie gesagt... Die Refs, sagen, den Refs ist langweilig, die bewerfen sich schon mit Paint. Mit viel Paint. Damage ist schon wieder auf dem Feld. Allerdings nur zu viert, aber das wird bestimmt sich gleich noch ändern. Jupp. Jupp, 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 jupp. Das heißt, der spielt jetzt die Partie nicht mehr. Aber... Ich will nicht wissen, dass er 10 ist, aber Quatsch, live spielen und sowas soll keiner wissen, dass man sowas macht. Du wirst von nichts. Nö, nö. Nö. Das interessiert mich auch gar nicht. Mich schon, aber. Aber ich sag dazu einfach mal nichts. Die Sauklaue kann eh keiner nehmen. Hast du mir deinen Scheiß mal angeguckt? Ich kann. So! Jetzt geht's los. Vielleicht letzte Begegnung. Raiders Damage. Das war Frühstart, wollte ich auch gerade sagen. Scheiße, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, G1 wegen Frühstart bei den Raiders. G1 auch bei Damage. G2 bei den Raiders. Bei Damage ist der Snake Corner rausgeflogen. Wenn die Damage-Leute das jetzt mitkriegen, dann könnten die nach vorne moven. Ja, die könnten noch ein bisschen was machen. So, jetzt wird nochmal verschoben in die Snake Corner. Jetzt drei Leute noch bei den Raiders. Gehen vor in Snake 1. Oh, G3 bei den Raiders. Dorito 1 besetzt. 60 Sekunden. 60 Sekunden. Das können jetzt normalerweise Damage. Jetzt zusehen G4 bei den Raiders. Der letzte ist verbleibend im Center. Jetzt zusehen, keine Strafe mehr zu kassieren. Und der Punkt geht wohl an Damage. Ja, damit haben wir ein 4-3. Dann hat sich das Timeout wohl gelohnt. Dann hat sich das Timeout gelohnt. Ja, das sehe ich auch so. Der ist einmal einer raus. Und aber es da sind ist, ja noch genügend da. Da sind ja noch genügend da. Und wo
Dann haben wir jetzt noch 40 Sekunden Restspielzeit. Da wurde einmal ein One-for-One gezogen, weil er nicht sauber gebuzzert hat. Ja. Hoffen wir mal, dass der andere sauber ist. 4 zu 3. Wenn er dann sauber ist. Ja, ja. Das ist clean. 4-3 für Damage. Und wir haben eine Restspielzeit von 41 Sekunden. Ui, das könnte auch wieder das eine spannende letzte spannend. Partie werden. Das ist noch spannend. Das ist ja gut. Das ist cool. Haben wir heute nur eigentlich gut. Also ja. Schon mal gucken. Gucken. Punkt. Ja, habe ich aufgeschrieben. Haben wir erkannt. Haben wir erkannt. Alles mitgeschnitten. Herr Cornelius, bitte die Maske runter in der Pit. Ja, so geht das aber nicht, Kollege. Mann. Gibt eine Abmahnung hier, ne? Oder ein Kasten Bier. Und Herr Bunks genauso. Zwei Kasten Bier. Guck mal, für jeden von uns einen. Das ist doch schon mal super. Eine Minute noch und dann geht's zum wahrscheinlich letzten Punkt Och, des Mann, Tages. Mann, ey, ne? Voll doof, ne? Ach, voll kacke. Voll doof, ne? Echt voll doof. Das voll traurig. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es wirklich der letzte Punkt jetzt sein wird. Ich glaube, das ist wirklich eine pinke Lux. Sag ich doch. Ja. Ist das hier nicht, wie heißt die? Das heißt nicht, Nein, das ist nicht die Federhof. Ich wollte Makarov sagen, aber ich habe extra nichts gesagt. Makarov. Die Makaroni. Makaroni von Toni. Lecker. King Size ist Quatsch, das ist das Berlin Damage. Gut, dass ich mich selber dann noch und so. King Size war im letzten Block. Ja. Weißt du schon, ne? Ja. Okay. So, Damage und Raiders. So, 41 vielleicht Sekunden. Vielleicht letzten spannenden Partie. 41 Sekunden. Lass laufen. Und die Raiders machen bereit, gehen nach vorne, schicken direkt einen 2. Ja. Snake 1 angekommen, alle Pfeife live. Damage bleiben hinten auch breit, aber G1 bei Berlin. G2 bei Berlin. Bei Berlin ist auch gut, ne? Also, ja, G2. Du weißt ja was. Ja, hab ich auch gesagt. G3. Jetzt läuft der letzte Läufer, Und hier vorne haben sie sich auch getradet, würde ich mal sagen. Jetzt müssen sie zusehen. Weil es ist keiner mehr da. Es ist keine Zeit. Wenn jetzt es ist noch schnell eine mal was angeht. Es ist doch keine Zeit. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, Alter, haben wir mal ein 4-4 jetzt. Und ich würde sagen, dass man in ungefähr 7 Sekunden auch nicht viel machen kann. Aber gut, wir haben auch schon 5 Sekunden Spiele gesehen. Warum sollen wir denn kein 7 Sekunden Spiel sehen? Ja. Nicht schlecht. Ja, das war gut. Haben sie gut gemacht. Haben sie schnell abgeräumt. Schnelles Layout. Du kannst breit machen. Du kannst eigentlich immer breit machen. Auf jeden Fall kannst du Paintball spielen. Nicht schlecht. Kann man. 4-4. Gut, 7 Sekunden noch. Da ja, guck mal, dann kriegen wir ja noch einen Punkt zu sehen. Und wir haben schon gedacht, das wäre... Ich glaube nicht, dass das ein Punkt ist. Nein, Punkt nicht, aber nochmal ein Breakout. Ein Breakout kriegen wir nochmal zu sehen. Dann ist es doch noch nicht ganz vorbei. Dann müssen wir doch nicht traurig sein. Da ist eine Hummel. Die hat aber den Weg noch schlecht. Ich habe einen Arsch durchs Netz. Das war eine schlaue Hummel. Ja, sehr schlecht. Sehr gut. Sehr schlecht. Sehr nicht schlecht. Oder was passiert da jetzt? Ich weiß nicht. Einigen sich aufs Unentschieden. Weil das sieht alles. Das sieht nicht so aus. Also die sind alle noch fleißig sich am sauber machen und Luftpumpen. Und Luftpumpe. Luftpumpe. Und ja, wir warten es einfach mal ab. Ja, war ein langer Tag jetzt auch, ne? Nö. Mit kurzer Verzögerung. Ja. Aber alles in allem lief das so dann. Gut. Lief es dann reibungslos alles ab. Ja, guck mal, die spielen die 7 Sekunden nochmal. Dann sehen wir die Mahlzeit. Ja, das. Da hat aber jemand gerade in seine Maske gebohrt. Ja. Ich habe auch ein Stückchen fliegen sehen. Wollen jetzt echt
spielen. Die wollen jetzt die 7 Sekunden spielen und haben noch 30 Sekunden Zeit, um darauf zu warten. Richtig begeistert. Ja, die freuen sich auch, dass sie die 7 Sekunden nochmal auf dem Feld verbringen dürfen. Ja. Ich bin bisher aber positiv. Also die machen einen guten Job. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Die sind nicht. Die haben immer die Strafen waren für mich alle gerechtfertigt, die sie gezogen haben. Ja. Also was wir beurteilen. Was wir so von uns hier aus. So, 7 Sekunden. Letztes Match. Riders gegen Damage. Raiders. Damage macht ganz, ganz schmal. Double Center ganz schmal. Und da ist das Game auch schon vorbei. Das waren 7 Sekunden. Ja, das war's. Also, das war's. Unentschieden. Da kann man nochmal klatschen. 4-4. 4-4. 4-4. Es steht 4-4. 4-4.